Ja, und wir sprechen jetzt über Menschen in Nordrhein-Westfalen. Sehr schön. Ihr im Lifestyle, ihr sprecht immer über die großen Stars. Ihr im Sport, ihr sprecht eigentlich auch über Sportprominenz. Den einen oder anderen kenne sogar ich. Wir sprechen oft über uns selber, ich jetzt nicht so, aber bei euch höre ich das oft, ist eigentlich auch nicht so gut, ist nicht so professionell und das war anders für mich und andere Gründe spielen da auch eine Rolle, jetzt über den Normalo zu sprechen, Menschen, die uns zu Hause zusehen. Gerhard N. aus Köln, Stefan G. aus Meschede, Petra P. aus Jogeln, Luise K. aus Düsseldorf, Marion H. aus Greven, Senta C. aus Kerpen, Viola W. aus Marl, Stefanie P. aus Bahntrupp, Josef F. aus Münster, Lisa J. aus Grevenbruch, Pinata P. aus Hiltrup, Claudia T. aus Grefrath, Hildegard B. aus Minden, Schorsch F. aus Bonn, Theodora B. aus Mönchengladbach, Norbert W. aus Dorsten, Silke F. aus Greven, Albert U. aus Essen, Carla Z. aus Dortmund, Mareike B. aus Borken, Mareike C. aus Bocholt, Mareike D. aus Bockerhausen, Miriam G. aus Mülheim, Olic aus dem hessischen Ministerium, Ida J. aus Grunkel, Sascha W. aus Bielefeld, Michael H. aus Siegen, Frieda J. aus Gorkenholm, Florian H. aus Steinfurt, Christian S. aus Gelsenkirchen, Hans-Dieter D. aus Krefeld, Lars T. aus Moers, Peter P. aus Zottenstall, Jochen H. aus Herne, Klaus E.